Hallöchen zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut, ihr Arkisten. Wir sind wieder da und wir haben das letzte Mal ja diesen schönen Tiger da gezähmt, ja. Und heute holen wir uns noch ein Männchen. So der Plan, dann können wir die züchten und können in diese zweite Höhle. So, ich hatte irgendwann ursprünglich den Plan, dass wir einfach mal Honig holen, aber das verschieben wir. Ich will in diese Höhle. Die Fledermäuse, da habe ich noch eine Rechnung offen. So. Kinders. Fotomodus aus. Dann sind wir da. Das ist ein geiles Tier. Ne, der hat mittlerweile schon Level 108. Schorsch nehmen wir diesmal aber nicht mit. Da habe ich mich wieder nicht drum gekümmert. Da fällt mir gerade ein. Ich sehe nämlich die Lootboxen. Sehe ich nur noch mehr. Nur noch. Weiß ich nicht, was das war. Gucke ich nochmal kurz schnell in den Einstellungen. Videos. Ah, erweiterte Grafik. Mittelkantenglättung. Sichtweite. Mittel. Texturen. Mittel. Nil. Globale Beleuchtungsqualität. Mittel. Ist es dit? Ja, jetzt sehe ich sie wieder. Ah, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit, konnte ich keine sammeln, weil ich nicht wusste. Da, Ilse, die Gute. Die nehmen wir. Geil. Jetzt können wir nämlich auch wieder Loot sammeln. So, was wir brauchen, ist wieder, ein bisschen davon mit. Ein bisschen davon. 8 werden schon reichen. Und dann sollte das klappen. Tittili, tili, tili. Da ist die Ilse. Ilse, Ilse. Ich habe nur extra noch ein bisschen gewartet. Es war nämlich dunkel. So, das gleiche Spiel wie im letzten Video eigentlich. Und vielleicht finden wir dann auch noch gleich einen männlichen Wolf. Dann machen wir hier so eine richtige Armee. Aber diesmal, das kann nicht sein. Braucht man da noch Insektenschutzmittel und Heilmittel und allen Blödsinn, dass das irgendwie einigermaßen klappt. Da haben wir diese Box. Die markiere ich mir mal auch auf der Karte. Zähmbox. Hier bleibt schön da drüben. Was geht jetzt? Ach, da ist schon einer. Das ist ja natürlich hervorragend. Bist denn du ein Männchen? Ein Weibchen auch. Level 31. Nee, die braucht man nicht. So, wir suchen ein Männlein. Denn ein Weiblein haben wir schon. Das ist ein Mammut. Hyäne.
Sieht man hier auch recht schlecht, ne? Muss man schon mal sagen. Das, vor allem mit dem Vogel ist das recht nervig. Das Problem, was ich habe, wenn da dieses Weib, wird es jetzt dunkel oder hell? Ich dachte, vorhin war es doch dunkel. Oh, hier geht's frisch ab. Weiblich. Und du? Ach, weiblich. Die sind alle weiblich. Wir brauchen männlich. Also wenn sie schon da in der Box rumhüpfen, das ist schon sehr praktisch. Dieser Schatten ist sauber nervig. Was ist denn da überall Schatten? Bin ich das? Ja, doch. Wie meine Kamera. Das ist ja auch albern. Wir können ja mal da der Küste lang fliegen. Da waren ja jetzt zwei. Ich habe einen gehört. Oder war das das Mammut? Da ist ein Schaf. Säbelzahntigerlein, wo bist du, wo bist du? Der Schatten nervt tierisch jetzt. Was ist denn jetzt? So, ich verhungere. Das ist ungünstig. Ah, schon wieder die falsche Taste. Ich stelle noch was zu essen mit. Nö. Naja, reicht ja erstmal. Da ist einer. Ein Männlein. Ich habe nicht geguckt, was für ein Level das ja erstmal. Egal. 40 oder was? Komm schon. Ah, jetzt hatte ich ihn. Ne, Level 10. Das ist egal, Hauptsache ein Männlein. Ach, verdammt. Verdammte Axt. Komm schon rein da. Hervorragend. Gib Ruhe. Er schläft schon. Ach so, ja.
Flotti, flotti. Hier. Wie heißt denn unser Säbelzahntiger? Das ist die Frage. Schauen wir mal, ob hier jetzt nicht gleich noch 20 andere kommen. So. Steht da jetzt nicht, wie viel der hochgeht? Steht nicht. Egal. Wieder einen Tiger mehr. Wenn wir es schaffen, noch einen Wolf. Das wäre halt hervorragend. Dann züchte ich 40.000 von den Viechern. Dann möchte ich mal gucken. Schade, dass hier Ilse nicht mit rein kann in diese Höhle. Die würde sie da einfach wegsnacken alle. LT-Shop. Ah, jetzt hier steht's. Plus 5 Level. Da ist er auf Level 15. Na gut. Besser als nicht, wa? Würde ich sagen. Den kriegen wir schon hochgelevelt. Kann ich ja mal machen. Ich habe gesehen, hier auf dem Berg ist auch noch so eine Box. Vielleicht fliege ich mit dem Tigerchen dann einfach mal hier hoch. Und dann machen wir uns ganz viele Tiger. Das wird ein Spaß, Kinder. Die Höhle, die mache ich noch. Nur diesmal vorbereiten. Hermann, wir kommen dich retten. Wo ist er denn da drüben? Ich bin mal gespannt, ob mein Zeug da noch liegt. Das wäre natürlich hervorragend. Aber. Es kommt schon. Hat halt auch keinen Hunger, ne? Keinen Hunger. Das wäre halt noch ein Wolf geil. Da ist er. Der Karl. Karl. Ah ne, weißt du was denn? Nimm mal Diego. Wo ist das süße Baby? Da ist es ja. Na, Diggi. Guck. Guck, guck. Komm raus. Busch. Feiner. Das mit diesem Dings wenden ist natürlich hervorragend. Komm mit, Diego. Home. Ab nach Hause. Kinas. Der Diego. Jetzt ist er Level 14. Okay. Das passt schon. Dann, kann der sich jetzt hier mit der anderen da vergnügen? Und ganz viele kleine
niedliche Säbelzahntiger-Babys machen. 40, 50 Stück. Naja. Die Natur, hä? Die Natur, ich sag's euch. Was Verrücktes. So. Jetzt gucken wir da. Im Landeanflug. Die Clara, die freut sich schon. Wir knabberten da. So. Du brauchst jetzt hier Love. Da ist die Clara. Da ist die Clara. Du auch Love? Hast du gesehen, was ich dir gebracht habe, gute Clara? Zur Paarung bereit. Wollen entfernen, um die Paarung zu ermöglichen. Exosona killt da. Können wir mal gucken, was die killt. Stegosaurus. Was geht denn hier? Kinder. Nicht, dass sie die schon wieder eins kriegen hier. So ein Ei. Nehmen wir mit. Feini, ihr zwei Hübschen. Feini, feini, feini. Hier steht was aus. Interessiert mich nicht. Den haben wir ja schon mal gehabt. Sowas. Was ist denn das? Nicht mehr auf den Keks gehen. Ach, ein Brunhilde da oben. Brunhilde. Komm mal runter da. Im Sattel. Bleibst du jetzt mal stehen? So, die Brunhilde. Kampf. Ist die alles einstecken? Hä? Naja. So. Dann fliegen wir mal wieder hoch, wa? Und holen uns noch einen Wolf. Irgendeinen männlichen. Das Hochleveln, das wird in der Höhle dann schon, oder bis dahin auf jeden Fall, ein bisschen was gehen. Und vorher versuche ich nur offscreen, latsche ich ein bisschen mit denen rum hier in der Gegend. Und dann wird das schon, aber erst müssen wir mal produzieren. Auch, dass wir sie finden. Und auch den kürzesten Flug dahin nehmen. Das wäre natürlich sehr sinnvoll. Das ging in die Hose. Ich kacke mich ständig in die Hose. Und jedes Mal, wenn ich auf Klo will, geht's nicht. Naja. Oh, Ilse, lade ich mal ein bisschen auf. Schauen uns ein bisschen um. Die Wölfe waren eher da hinten. Ilse schafft das schon, so ein Wolf. Das ist wieder ein Säbelzahntiger. Davon gibt es ordentlich viele, das ist aber auch ganz geil. Das macht schon Spaß. Kinders, das macht schon Spaß. Hier der Grizzly. Ein lustiges Tier. Das ist ein Schaf. Nee. Mäh. Hau ab, du Sack. Das ist meine Wiese. Suche einen Wolf, Kinders. Seht ihr ein? Da kämpft auf jeden Fall
Ein Mammut mit irgendwas? Scheiß Bäume, ich sehe nichts. Wildschwein. Huch, da kommt ja ein Wildschwein angeflogen. Ciao. Nämlich sehr gut, aus Versehen, Level 23. Passt. Naja. Insel verträgt das schon. 400 Meter. 31. Halt durch, Insel, halt durch. Wir haben es gleich. 200 Meter. Der hat halben Schaden weg. Mal gucken, dass Insel nicht drauf geht. Das war knapp. Was geht denn wohl? Nein, 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 Ilse, tu es nicht. Ach, nö. Ja, ich kann es verstehen, der hat sich die ganze Zeit gebissen, ja. Aber das war jetzt nicht notwendig. Ah, nee. Naja. Egal. Müssen wir erst wieder Ilse hochleveln. Beziehungsweise mal wieder ein bisschen... Schneller heilt. Sehr gut. Sind dann auf passiv stellen oder was? Das war zu wenig Heilung. Das tut schon ordentlich weh. Weiß ich jetzt nicht. Mit den Wölfen ist schwieriger, als ich dachte. Und Ilse hält ja schon ein bisschen was aus, so ist nicht. Heißt ein Wolf. Wir sind noch nicht ganz gesund. Weibchen. Aber noch eine. Was machst du? Nicht E drücken. Schon zu spät. Mann, ey. Aber dafür ist Ilse gleich wieder komplett gesund. Es kommt ein Wolf noch.
irgendwo hier. So ein Mammut braucht man auf jeden Fall auch noch. Die gute Ilse. Was will sie? Da ist ein Säbelzahntiger. Gesundheit, ganz wichtig. Ach, jetzt so einen Wolf wieder zu finden. Das wäre vorhin so perfekt gegangen. Säbelzahntiger. So eine kleine Hyäne. Sandbox, 400 Meter, das ist schon weit, um so einen Wolf zu tragen. Ich kann ja auch ein bisschen locken und dann die letzten 500 Meter so oder so tragen. 500 Meter, 50 Meter oder so gleich. Die letzten paar Meter auf jeden Fall. Geh weg. Ich brauche einen Wolf. Oder ich trage ein Stückchen Weiße. Naja, nee, dann kann ich mich nicht heilen. Was schon? Was ist denn das? Ich sehe dich. Puglovia. Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ja. I need a wolf. Wolfchen. Ist denn? Oh. Hui. Auf jeden Fall geil gemacht. Das ist ein Wildschwein. Braucht man nicht. Gehen wir wieder Richtung Zähnbox. Leute, wenn wir keinen finden, finden wir keinen. Wir haben auf jeden Fall ein Säbelzahn-T-Shirt. Dann kann ich ja schon mit denen anfangen zu züchten. Und ich werde ja mit denen noch eine Runde gehen, um den auch hoch zu leveln, beziehungsweise auch das Junge dann. Wenn eins rauskommt, dann vielleicht finde ich da einen Wolf zufällig. Weil es schaut schlecht aus. Mit Wölfchen. Da liegt ein Toter. Kriegen wir nicht. So. Es wäre so fast so gut gelaufen, aber das ist halt arg. Es ist die Rölle. Manchmal. Weil meine ganzen Leichen liegen überall rum. Geilen Stuff. Wenn ich noch zweimal sterbe, dann wird es langsam kritisch. Man kann ja alles recht gut herstellen, aber manches Zeug kostet halt auch so viel Material. Da ist jetzt der Vorteil. Was ist denn jetzt? Achso. Wir brauchen eine Pause. Okay, hatte ich jetzt nicht geguckt. Ilse, dass du mal keine Ausdauer mehr hast. Naja. Ilse macht das schon. Der hat auf jeden Fall Wumms, ne, beim Killen. Das ist schon geil. So, Ilse. Abheme! Da im Landeanflug. Tower an Onki, Tower an Onki, Onki an Tower, so rum. Alter, was ist das für ein Fisch? Krass.
Scheiße, das habe ich mir sowas von gedacht. Hä? Ach, was mache ich denn jetzt schon wieder für einen Blödsinn? Komm her. Da fliegt ein Fisch in der Luft. Komm jetzt her. Money. Na, kommst du jetzt? Da. Jetzt. Geil. Hey, Leute, das schaut so geil aus. Gut, lass mal den Flisch fliegen. Flisch fliegen. Den fliegenden Flisch. Okay, Lieder. Das ist so unnötig. Mann, ey. Achso, ich hab sie noch am Folgen. Gute, wo bist du denn jetzt? Ilse, komm her. Die Landeplattform. Ich muss vielleicht nicht mit allen da oben draufstehen, dann geht das auch. So. Ach, ich hab die Ilse noch am Folgen. Ich bin so ein Hirsch. Und jetzt land. Bitte. Danke. Geht doch. So, was im Kühlschrank muss, kommt im Kühlschrank. Die guten, teuren Dinger da. Okay, okay. Das haben wir. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie es da drüben ausschaut. Mit Nachwuchs. Und? Schaut nicht gut aus. Oh, ja. Keine Ahnung. Harald. Ist das ein Männchen? Harald. Nee, Weibchen, war klar. Geil, geil, geil. Bitte, gib mir da die Hälfte von ab. Du, Standard 9. Harald. Alter, das sind zwei. Oder was? Okay. Du und Harald? Raus. Nee, als beides Weibchen. So. Das sind zwei, das sind zwei. Kommt, jetzt geht mal auseinander. So, ist geil. So. Kann man dann hier mich hier was machen? Wie kann ich dich umbenennen? Du bist Hermine. Du bist Ursula. Hervorragend. Ja, ja, das reicht schon erstmal. Hier ist außerdem ist hier ein Futtertrog. Ist da was drin noch? Ja, da ist ja mehr als genug drin. Geil. Level 14. Kann man bestimmt hochleveln. Jetzt haben wir dann Level 17 schon. Du bist Level 75. 75. Hervorragend. Seht ihr das? Die Mutti macht's. Hat gereicht. So, Kinders, es war mir eine Freude. Nicht schubsen, Alter. Sehr geil. Es war mir eine Freude. Und wir sehen uns beim nächsten Ark-Game wieder. In der Hoffnung, dass ich mal einen Wolf gefunden habe und einen hergebracht. Und dann wird hier gezüchtet bis zum geht nicht mehr. Und dann werden wir die zweite Höhle meistern. Irgendwie werden wir das schaffen. So, toi, toi, toi. Viel Spaß. Wir sehen uns. Bis dann.